Leute, das lastet irgendwie so eine hohe Last auf mir gerade. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Diesmal stellen wir die Jungs von Wer will Beef auf die Probe. Moin erstmal Jungs. Gucken wir mal, ob die Jungs Ahnung haben vom Döner. Heute geht's zu Pamphilia, wirklich sehr, sehr oft 1000 Kommentare auf. Und gerade auch von Wer will Beef. Wir gucken uns mal einen kleinen Ausschnitt an von den Jungs, die haben ein kleines Video vorbereitet, was die zu dem Laden sagen. Und dann gucken wir danach natürlich, was ich dazu sage. Hallo mein kleiner Rimjob-Fanatiker. Was geht ab? Wer will Beef am Start, Bruder? Ja, und wir haben dir ja damals Pamphilia ans Herz gelegt und bei uns auf dem Kanal unter den Top 10 Dönern Berlins ist Pamphilia auf Platz 1. Ja. Beste Fleisch, beste Döner, beste Qualität in Berlin. Alles Beste, Bruder. Du machst auf jeden Fall nichts falsch, ne? Pamphilia steht für Berlin und Berlin für Pamphilia. Also check das ab. Viel Spaß euch. Und denk natürlich dran, zu kommentieren. Wo geht's als nächstes hin? Immer wieder rein. Auch wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, gebt nicht auf. Irgendwann komme ich zu euch. Und jetzt geht's los zu Pamphilia. Ich muss noch sagen, so viel dazu, dass meine Freundin mich immer disst, wie ich Auto fahre, so verfahren und so. Meine Freundin fährt gerade voll katastrophal, wie eine Katastrophe. Das hat derjenige, der 5-mal falsch gefahren ist, weil das Navi immer wieder umlenken musste. Ich schwör's dir, das habe ich nur gesagt, um dich zu reizen, um mal zu gucken, wie du reagierst. Es war nämlich gelogen, fährt sie überhaupt nicht. Ich wollte nur eure Reaktion mal sehen. Fahr du mal im 10. Monat und hab so einen kleinen Trampel-Philipp im Bauch. Weil du Spaß hast. Sie sauer. Kannst gleich im Kofferraum fahren. Sauerkraut. Also wir sind jetzt am Start. Das Problem ist, ich muss eigentlich scheißen. Und das kommt ein bisschen kacke, ne? Wenn ich dann sage, so, kann ich Döner filmen? Eben ein paar Drehaufnahmen. Kann ich eure Toilette vorher noch voll scheißen? Ist nicht so perfekt. Also jetzt muss ich mir was überlegen. So sieht er aus. So sieht er aus. Da wird gleich geschlemmt. So Leute, wir haben hier den Fikri am Start. Grüß dich Fikri, erstmal hallo. Hallo. Also ein, zwei Worte von mir, bevor ich Fikri zu Wort kommen lasse. Und zwar, mein erster Eindruck, Fikri, wo ich reingekommen bin, die Einrichtung. Einfach wunderschön. Das Auge ist da auch mit, man fühlt sich wohl im Laden. Eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, die Kundschaft hier. Ist gefühlt 30 aufwärts, 40, 50. Aber was hat das zu sagen, Fikri? Sag mir bitte dein Konzept, wofür steht der Döner, du, wofür steht Pamphilia? Man muss so sehen, ich habe ja den Laden fast 30 Jahre oder 28 Jahre circa. Wir haben damals mit Dürüm angefangen, mit richtigen gestapelten Fleischscheiben aus Kalb. Und das habe ich kontinuierlich 30 Jahre lang fast durchgezogen. Und die Kundenpotenzial, wo wir als Jugendliche sagen, dass sie dieses Potenzial, dieses richtige Fleisch so ab 25 Richtung aufwärts anfängt, damit sie diese Fleischqualität irgendwie zu schätzen haben. Aber der Jugendliche, der sich langsam so Richtung aufwärts geht, dann sagt der Mensch, ich will ja auch mal bei Pamphilia mal. Mein Papa hat empfohlen, da musst du mal probieren. Ich sag, das ist der einzige Idee. Und auch nochmal für euch, liebe Community. Man merkt, ob ein Inhaber, ob ein Restaurantführer, und das ist für mich ein Restaurantführer, das ist kein Imbiss mehr, ob er überzeugt von deinem Produkt ist. Hört Fikri reden und ihr merkt, guckt euch Ala Toka an, guckt euch Tombolo an. Das sind Leute, die sind Leidenschaft, das sind Revolutionäre, würde ich meiner sagen. Nicht wirklich. Guckt euch die Videos an und ihr seht das. Und so überzeugt ist Fikri von seinem Produkt. Und deshalb stelle ich auch für dich die klare Frage, die ich an jeden stelle. Du wirst sie ungern beantworten. Denkst du so ein Ranking, deutschlandweit bester Döner, da musst du mitspielen können oder nicht? Natürlich spiele ich mit. Ich sage mit Abstand in Deutschland, dass ich einer der besten Dönerfleisch, Qualität, pures Fleisch mit Abstand benutze. Einer der besten. Man muss nicht immer sagen, beste, beste. Es kann sein, dass mein Kollege auch mal gute Qualität benutzt. Man muss immer real sein. Ich denke, dass ich einer der besten in Deutschland bin, der 30 Jahre lang fast diese Qualität gehalten hat. Ich werde deine Empfehlung jetzt hinsichtlich des Döners schon mal folgen, werde es ohne Soße nehmen. Ich habe schon das Fleisch damals bei meinem Kollegen Wer will Beef, habe ich schon so probiert, deshalb weiß ich wieder, dass das Fleisch einfach babamäßig ist. Jetzt das Ganze im Döner. Ich habe eine hohe Erwartung, ich hoffe, die wird bestätigt. Hier auch die Maschine, hier wird zum einen auch das berühmte Brot gemacht. Das, was du auf dem Döner-Teller hast. Hier ist das Brot. Ah, ja, das sieht das gut für die Kamera. Ja.
Also ganz kurz für euch, ihr habt diesen Geruch vom frisch gegrillten Fleisch, diesen Fettanteil, dieses Knuspern, wenn ihr auf dem Grill habt ihr ein Stück Fett, ein Stück Fleisch und dieses Knuspern auf dem Grill, denkt an diesen Geruch jetzt, dieses Geräusch in diesem Moment und das spüre ich gerade und hier geht's jetzt weiter. Man sieht auch nicht viele Salatsorten, ne? Drei Stück Zwiebeln, gemischter Salat, Tomaten. Ich bin zwar Fan, wenn auch große Auswahl bei bestimmten Sachen, aber manchmal ist weniger mehr. Geht in ein Restaurant, da gibt es 5 Gerichte. Ein gutes. So, mehr nicht, weil du kannst nicht immer alles gut machen. Weil manchmal ist auch weniger mehr. Es ist brutal, wie viel Liebe, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Die Vorfreude. Der Chef stand die ganze Zeit. Also das ist ein perfektes Produkt einfach. Es ist ein perfektes Produkt. Wenig Salat, damit man den Fleischgeschmack hat. Keine Soßen, damit man den Fleischgeschmack hat. Brutal. Also wir haben hier. Leute, das lastet irgendwie so eine hohe Last auf mir gerade. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Und ich muss euch das erklären, die es nicht essen, die es wissen müssen, was ist das hier? Was der gerade gezaubert hat, was muss es in Worte fassen, um es euch erklärbar zu machen? Erstmal selbstgemachte Brot. Ganz kleine Werbeunterbringung für Health Plus heute. Und glaubt mir, veganes Protein, ich bin Fan von veganem Protein, ich liebe das auch vom Geschmack her. Schoko jetzt im Geschmack, Inhaltsstoffe, glaubt mir. Zieht euch das rein auf der Seite, ich verlinke das Ganze, einfach nur heftig. Sogar mit Stevia gesüßt, wenn ihr mich fragt, das beste Süßungsmittel überhaupt. Reguliert den Blutzucker unter anderem, also hat wirklich positive Eigenschaften, nicht irgendeinen Scheiß, den ihr euch reinknallt. Bin ich voll und ganz überzeugt von, guckt rum, Videobeschreibung, techplus.de und jetzt geht's weiter im Video. Das war erster Eindruck. Ganz, ganz wichtig. Die frischen Kräuter knallen rein. Die knallen euch weg. Die Tomate, die einen Geschmack hat. Ihr kennt Tomaten. Manche Tomaten schmecken nach nichts. Die schmecken, muss ich leider so sagen, nach Scheiße. Die Tomaten haben Geschmack. Da hat jemand die Qualität geprüft. Ich habe das Fleisch. Das ist wirklich einfach direkt im ersten Moment. Bam! Grillgeschmack. Heißes Fett auf dem Grill ist drauf. Puff. Der Geruch kommt hoch vom heißen Fett. Ein paar Flammen knallen nach oben, wisst ihr? Das ist ein Standardbrot. Der Rest ist gleich Standardbrot, aber. Erstmal kurz, kleiner Vergleich. Kleiner Seitenhieb auch an den Elias. Viele von euch haben bestimmt das Elias-Video geguckt. Ihr seht diese Leidenschaft, mit der ich diesen Döner esse und bewerte. Guckt euch das Elias-Video an, da zähle ich auf. Das hier ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Zum Brot. Das Brot, das Selbstgemachte. Es ist wie geschaffen für den Döner. Es ist wie geschaffen. Es hat eine leichte Süße. Es ist da, aber es ist auch wieder nicht da. Es ist ein Geist. Dieses Brot, ich mag gerne Fladenbrot. Ganz normales Fladenbrot auf Döner. So hat man es früher immer gegessen. Aber dieses Brot ist dem Fleisch nicht würdig. Ist den Zutaten nicht würdig, weil es zu präsent ist. Es nimmt den guten Zutaten, nimmt es die Show. Das hier ist wie geschaffen dafür. Liebe Community, ich möchte euch nur eine Sache sagen zum Döner-Testen. Weil ich das wirklich mit Leidenschaft und Herz mache. Ich mache es wirklich sowas von mit Herz und stecke da Liebe rein. Ich als bester und gefürchteter Döner-Tester überhaupt muss euch zwei Unterschiede sagen, wie man Döner testet. Es gibt einen Döner, den bewertest du. Du zählst auf. Du sagst Dinge, die beim Döner halt präsent sind oder halt eben nicht. Und es gibt Döner, die bewertest du mit Leidenschaft. Du gehst auf. Dir brennt die Seele dabei und es sprudeln Sachen aus dir raus. Du sagst Dinge, als wärst du ein Dichter und Denker gleichzeitig. Was eigentlich beides nicht auf mich zutrifft, wie ihr wisst. Aber das wollte ich nur kurz gesagt haben. So viel zu meinen Döner-Tests und mein Essen-Test ist Leidenschaft für mich. Ich liebe das. Ich möchte den Druck, der auf mir lastet, jetzt loswerden. Ich nehme den Fladenbrot-Döner raus, weil das Brot war es nicht würdig. Den Zutaten, dem Inhalt. Deshalb bewerte ich den selbstgemachten. Ich denke, vieles habe ich eben gesagt, das meiste. Ich möchte nicht alles wiederholen, aber es auf den Punkt zu bringen. Ein Brot, das geschaffen wurde für diesen Döner. Von der Süße, leichte Süße drin, von der Intensität, den Zutaten angepasst. Gute Zutaten, die Geschmack haben. Fleisch, das oberste Quali ist. Oberste Quali, das ist so. Ich laber keine Scheiße. Kräuter da drin. Keine Soße, du brauchst nichts. Für mich kriegt der Döner 9,4 Punkte. 9,4. Nicht besser und nicht schlechter als Tonbul. Anders.
Das sind beides die Döner, bis hier für mich die besten Döner Deutschlands. Und dazu gehört der hier. Der beste Döner Deutschlands wird jetzt durch zwei geteilt. Turnbull und Pamphylia. Geht dahin und dann werdet ihr mir einfach zustimmen. Dieser Döner ist einfach eine Legende, eine lebende Legende. Ein Revolutionär der Fikri. Und das möchte ich würdigen mit diesem Video. Liked es, kommentiert es. Lasst mir das Abo da, wenn ihr es nicht gemacht habt. Viele haben es noch nicht. Und dann danke ich euch fürs Video schauen. Und begleitet mich auf der Suche nach dem besten Döner. Es kann noch getoppt werden, es wird schwer, aber wenn ihr überzeugt seid, dass euer Döner der beste Deutschland ist, schreibt es mir. Wir sehen uns im nächsten Video.